Ist das ein Audi? Is Luca here too? Das ist ein sehr starkes Auto. Die ganzen Uni-Fahrräder. Ja, die kannst du kaputt machen, aber die Autos nicht. Dieses Spiel ist ein, hat was gegen Fahrradfahrer. Roller? Ja gut, die kannst du auch platt machen. Ich will nochmal zu Türen. Zum Tor der Hölle. To the gates of hell. Superspiegel. Haarfarben. Violas Zimmer damit dekorieren. So. Irgendwelche Items kaufen? Nee, ne? Ist alles ausverkauft. Rotglühende Schüsse brauche ich auch nicht mehr. Aber ich brauche wieder Leben. Wir können sehr viel von dem Stoff kaufen. Ja, jetzt nicht mehr. Doch, einen können wir noch kaufen. I do it because I can. Tja, Rodin. Dem deine Waren gekauft sind, hauen die Mädels alle ab, ne? Scheiße gelaufen. Genau, und Lolli kriege ich jetzt auch noch, weil ich eben 1000 gekauft habe. Die Lea verkauft Stöckelschuhe. Lea. Memes les rues und un sale de danse. Paris. Croissant, Baguette, Babette, Annette. Boulangerie Dumas. Pharmacie Antoine. Citron, Telekom. Sophie Chauffeur. Chauffeur. Kann ich hier runtergehen? Jetzt hier gerade bei der U-Bahn, ja, wenn man runter kann, also leichte Resident Evil Vibes. Oh, schade, ich dachte, ich könnte noch ein bisschen. Der Blutmond! Böser Dogo. Alter, der haut mich gut platt, die Kleine. Zwischen Ruhe, du Lammel!
Au. Ups. Falscher Knopf. Egal. Hat er mich gerade aufs Tor geprügelt? Du Lümmel! Au. Diese Drecksau. Irgendwie. Hat er gerade mein. Alter, dieser Kampf, ne? Ich hab gerade mein Miezekätzchen gefressen, der Hund. Au. Schon mal gegen das Miezekissen verloren, du Lümmel. Head not. Kopfnuss. Holz auf Holz? Das klingt gut. Was hast du hierbei gedacht? Was hat man sich denn dabei gedacht? Ich gehe doch auch nicht mal eine Kopfnuss gegen die Bullen. Au. Ja, da wurde es angeteasert, dass es, glaube ich, die Tochter von ihm sein kann. Ja, warum ist der Luca so? Ich verstehe das halt nicht. Das, ich weiß nicht. Im Vergleich zum Zweier hat das Dreier irgendwie von... Geschichte ist ganz okay, aber ich verstehe halt nicht, warum auf einmal Luca einmal böse, einmal gut und woher der auf einmal die Kraft hat. Seit wann ist der sowas... Für Bayonetta ist der sowas Besonderes? Ja, aber woher, warum, weswegen? Wird halt nirgends erklärt. Auf einmal ist er gefühlt der Erz-Adam. Hm, weiß nicht. Die Outfits stehen dir nicht bei, oh. Kitty.
It's about time. Ja, ja. Die ist aber bestimmt gleich wieder ab. Ja, Judas Hausrache regelt für uns. Was ist das? Sieht aus wie ein Unhaftier, nun gut. Malfia, do a sweep of security. Ist das für eine Dimension Enzo? Enzo auf dem... A pleasure, she says. Let's see how pleasurable you find jail. Enzo ist auf der Seite vom Gesetz. Kannst du auch nur Frankreich geben. What? I'm taking you in too. After them. We must not let it fall into their hands. Get back here! Merde! My wife hates it when I work late. Meine Frau flippt aus, wenn ich Überstunden schiebe. Ah, herrlich. Gerade Mami gesagt. Hallo Fledermaus. Beide? Die sehen komisch. Die Flügel auf den Beinen sind echt komisch. Die sind echt weird. Soll ich begleiten? Dann lass uns besser gehen. Dann wollen wir mal. Ändere die Formation durch Drücken von R. Passt die Formation der Situation an einen Chromosom dein Problem? Oh, ja, okay. Ändere die Formation durch R.
Unleash it. Do it. Ja, der Frosch, der kann mir mal gestohlen bleiben. Hallo, Großer. Das sieht aus wie ein Wackelpudding. Schon wieder. Ob jemand mit diesem langen Nimbus-Starus was kompensieren will? Ich hinterfrage das mit gutem Gewissen. Kennen wir ja. Der tarnt die. Oh, fuck. Ja, schon klar, dass ich es einsetzen muss. Gut, theoretisch könnte ich hier immer den gleichen Knopf drücken. Wenn das ausreicht. Das lief besser als erwartet. So, geht's ja jetzt weiter. Reines Platin. Hallo, kleine Spinne. Wo krabbelst du rum? Wo krabbelst du rum? Au. Hä? Warum konnte ich das eben nicht machen? Muss ich jetzt hier irgendwas reparieren? Ja, berührst du wegen dem Sprung eine Wand? Drücke B, um dich abzustoßen, um einen weiteren Sprung abzusetzen. Okay. Wollen wir mal gucken. No.
Oh, komm schon. Das ist doch dumm. Wenn sie sowas einbringen, dann sollte es bitte auch funktionieren. Und nicht irgendwie so gefühlt random. Hallo? Ich hasse sowas, wenn es halt irgendwie... Ja, du kannst jetzt... Oh, komm, aufgeschissen. Ist mir jetzt auch zu blöd. Der einzig wahre Wandsprung, der super funktionierte, war ein Smash Bros. Melee mit Mario. Der hat halt funktioniert. Oh nee, nicht wieder sowas. Obwohl, es sieht noch einigermaßen okay aus. Alle gefunden. Oh, komm schon. Jetzt falle ich am besten runter. Müsste ich jetzt auch wieder genug haben. Oh, schon wieder einen falschen Knopf. Nintendo! Ich werde es nie lernen. Die, mit denen ich halt am meisten spiele, die habe ich halt schon voll, ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich habe keine Ahnung. Sag ich ganz ehrlich. Vielleicht sollte ich auch mal andere Waffen ausprobieren, aber irgendwie bin ich zu faul dafür. Ja, mal ein bisschen schneller. Guck dir Alten doch nicht zu, wie sie, was weiß ich, sich prügelt. Mann, Bayonetta. Manchmal bist du echt eine Trantüte.
Au. Du Lümmel. Anpacken ist nicht. American Style. Ganz viel Raketen verschießen, aber nicht einmal treffen. Kein Schaden. Er hat mich auch eben gepackt. Und wieder drei. Keine Ahnung. Naja. Ich erreiche die auch nicht, ne? Ja, danke. Ja, time to take irgendwas. Und jetzt einfach Backpfeifen verteilen. Baba-Stelle. Ich schon vor deinen Augen und dann. Ja, gut, haben wir auch so gekriegt. Fertig. An dieser glorreiche Halunke. Obwohl ich die Blades immer noch am coolsten finde, aber die Spinne halt nicht. Ja, hat schon was. Was haben wir hier? Yo. Mommy. Hey, gerade Mami gesagt. Alter, was ist das für ein Turm? Was hat er ihr nur angetan? Hat sie lieb gewonnen. Au.
Na komm her, du Lümmel. Hey, gut ab, Kleiner. Hat er mich gerade eine eiserne Jungfrau gesteckt? Was gibt's nicht? Und was? Au. Au. What the fuck? Das ist eine gute Mechanikerin, kann man mal sagen. Das ist UNA 4 in gut. Das ist die Mega-Entwicklung von UNA 4. Oh yeah. Das war's. Ich guck dich auch noch ein. Wart's ab. Enzo als Polizist. Das ist meistens sogar noch schlimmer auf der Seite vom Gesetz. Feuere, okay. Und ja, um die Formation X und nicht vor absoluter Finsternis zurechtzufinden. Scheiße gelaufen, ne? Au. Au. Was geht denn da, ey? Yo, 2D-Shooter, geil. Piu, 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 piu. Hol dir das geheime Item. Das war das zum Heilen. Was war denn das jetzt? Hallo, ich würde gerne. Danke. Ich glaube, die Waffe gefällt mir ganz gut. Oh yeah, der macht Aua, Bo, Aua. Alter.
Pausenruhe, du Lümmel. Kann auch nur Feuer speien. Von vorne und hinten. Ciao, Jack. Auf die Schnauze. Sag mal, kannst du mal stehen bleiben? Ich will dich treffen, du Arsch. Loch in. Arschloch innen. Wie man es ja heutzutage angeblich sagen soll. Arschloch innen. Der Uhrturm des Todes. Umbra Turmuhr. Turm der des Verbotenen. Aha. Was da wohl passiert auch. Das ist der Pott. Da macht sie AA. Deswegen darf man sie nicht stören. Ja, die muss auch merken, dass wir mit gleicher Macht sie angreifen. Oh, das ist cool. Au. Nein, 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 nein. Wir müssen immer das angreifen, was aufgeht. Willst du ja nicht sagen. Aua, 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 aua. Ja, mal irgendwann Damage machen? Ja, ne? Mach ich. Au. Also die kommen voran. Nicht so schnell. Ist auch nicht schlecht. Also das wäre aus Joker geworden, wenn er eine Frau gewesen wäre. Interessant. Die Farbgebung ist wirklich Mami. Interessant. Aber warum Mami? Stop calling me Mami. I'm not a Mami. I don't want children. I want to make children. That's another story. Forget about me. Destroy this abomination now. No.
Okay. Kann man mal machen. Können wir den Turm bestören. Ich habe gedacht, wir wären langsam Freunde. Den müssen wir erst noch zähmen. Der gute. Ja, Silber. Ich sag mal nix. Neue Dämon unterworfen. Neue Waffe erhalten. Okay. Ich bin aber mit der Madame Butterfly ist immer noch mein Liebling. Echt nicht schön zu sehen, wie alle Bioklone in den anderen Universen ein nach dem anderen sterben. Aber ich glaube, das war diesmal nicht der Klon. Ich glaube, das war ihre Mutter. Er hat ja die ganze Zeit sie Mami gesprochen und sie hat sie ja Cerisa genannt. Interessant. Es ist... Ich glaube, das war in dem Universum ihre Mami. Mutti. Hat sie ja... hat sie ja Mami getauft, genannt. Jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz auf Toilette. Bis gleich. Bin ich wieder. Danke dir. Ja. Komm nicht näher, verdammt. Ja, nein. Was war das denn? Hier gibt es doch schon wieder einen Kampf. Das sieht doch so nach Arena aus. Super. So, weg mit dir, du Haufen Müll.
Warte mal, hier war doch irgendwo noch so ein... Sag mal, bin ich jetzt bekloppt? Hier war doch irgendwo noch so ein komisches Buch da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht wirklich, wofür man das braucht. Ich finde es halt ein bisschen schade bei Bayonetta 3. Also an sich, ne? Spiel ist soweit okay. Habe ich auch ganz gerne. Allem drum und dran, ja. Aber was ich halt komisch finde, ist halt die Story. Die ist total weird. Einmal Multiversen. Überall hast du das und das und das. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Und da musst du überall... findest du halt irgendwie in den Multiversen dich selbst und was weiß ich. Es ist halt eigentlich, wenn ich mir mal so angucke, was ist jetzt mit dem, was jetzt das Ende mit Teil 2 zu tun hat, gar nichts. Die super, ich mag die einfach. Keine Ahnung warum. Die Madame Butterfly ist toll. So, jetzt machen wir mal Junas Haus. Nein. Machen wir mal Junas Haus trachen. Ja. Damit kriegen wir wahrscheinlich diese heiligen Scheine. Und damit können wir dann irgendwie Violas Zimmer einrichten. Erst die menschlichen Gegner, dann Dämonen. Aber warum mischen sich die Engel ein? Sind wahrscheinlich so extra Sachen, um diese goldenen Dinger zu sammeln. Das ist keine optionalen Gegner. Das sind optionale Gegner. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir einen anderen Dämon mal ausrüsten. Gomorra. Höllendämon. Ah, der Zug ist echt nicht meins. Machen wir mal die. Der Uhrturm. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Turm machen soll. Unleash it. Toll. Oh nein, ich habe keine Energie mehr. Lol. Ich finde den Turm komisch. Ich finde den Turm komisch. Den Tanz habe ich nur gemacht, um euch ein bisschen Fanservice zu geben. Ich meine, komm schon. Obwohl ich glaube, das gesamte Spiel ist ein guter Fanservice. Weil wir müssen ja auch mal an die Jungs denken hier, ne? Liebe Damen. Ja, den Frosch fange ich schon lange nicht mehr. Das macht keinen Sinn, weil ich weiß nicht, wie ich die Katzen und wie ich die Krähen kriegen soll. Ja, genau, das würde ein notgeiler Streamer sagen. Auf jeden Fall. Da wird mir ja ganz heiß hier. Kann sich teilen und wieder zusammensetzen, das ist doch schön. wie sie sich freut. Herrlich. BFF.
Nach dir, Mädel. Dankeschön, Mademoiselle.